Nahkampf mit ein bisschen Mage Power. Ja, so ist momentan mein Bild. So, darunter müssen wir auch noch. Was mir gerade einfällt. Das war jetzt gerade nicht so schlau. So. Ach, meine Hände. Da oben sind Dschungelrose. Schenkte Naturmann natürlich. Die Ärzte sehen auch ganz gut aus. Ich habe halt fast kein Leben. Das ist gerade nicht gut. Ich regeneriere halt auch kein Stück. Das ist gerade echt Moppelkotze. Wag dich nicht anzuschießen. Überall fallen. Du weißt dann, warum ich nicht regeneriere? Kapiere ich momentan nicht. Warum ich einfach nicht regeneriere? Ergibt für mich keinen Sinn gerade. Ich keine scheiß HP generiere. Nichts, das ist mir nur ein Bienen-Ding. Andere wollen wir ja schon rein. Sind wir die zwei einzigen, die Deutsch sprechen im Stream? Ja, es kann sein. Da hinten ist noch eine Dschungelspore. Spore. Eye Topic. Nein. Ah, das ist wieder eine Medusa. Ich habe sie noch nie gefarmt. Ich wusste auch nicht, dass sie so oft hier kommt. Oh, jetzt kommt sie, jetzt kommt sie, jetzt kommt. Ja, wie oft willst du sie noch machen? Oh mein Gott, ich bin irgendwie gehüpft. Ich weiß nicht, wie ich es hingekriegt habe. Aber ich habe sie gekillt. Irgendwie. Da hinten ist die Bitch wieder. Ja, danke schön. Du bist so freundlich. Ich hoffe immer, dass sie mir den Kopf droppt. Das wäre so schön. Aber sie macht es leider nicht. Hier liegt HP. Ich glaub ja nicht. HP. Ist das? Alter. Wir sind fast wieder voll. Wir haben 700. Wir können nämlich gleich mal die Queen Bee versuchen. Was, wenn du nicht viele witterst? Wie, wenn ich nicht viel in den Witter habe, dann regeneriere ich kein Leben, oder was? Das wäre ein bisschen doof. Dann mache ich mir auch ein Stück Baumkuchen ab. Wenn ihr wisst, was Baumkuchen ist. So. Das Gute ist nämlich, wir sammeln hier auch Dschungelsporen, wir sammeln auch ein bisschen Hornissenstacheln. Und vielleicht Medusas Kopf, das wäre natürlich optimal. Aber mega Schaden kassiert. So. Was war das? Hä? Hier, was bist du? Alter, das war gerade ein Phantom-Modus. Alter Schwede, was war das gerade eben?
Ah, oh, da unten ist eine Medusa. Ey, das war jetzt eine dumme Idee, das war eine gute Idee. Das war eine dumme Idee. Ich habe gar nicht gesehen, dass sie aufgewacht ist. Jetzt sehe ich es aber ganz oben, ganz dick. Aber eigentlich sollten wir sie locker umbringen. Gerade hiermit. Damit sollten wir sie eigentlich töten können. Oh, die hat aber auch schon gut Leben, gell? Das ist nicht so schön. Oh, Medusa, du Bitch! Ja, jetzt sind wir tot. Wir sind noch nicht tot, oh mein Gott. Keine Ahnung, wie ich überlebt habe, aber das schaffen wir nicht mehr. Egal. Medusa hat alles ein bisschen zerstört. Scheiße. Ah, die Biene hat einen Stock in der After bekommen, hast du recht. Ich bin mittlerweile Level 33. Job Level sind wir mittlerweile. Was sind wir mit Job Level? Glaube ich 4. Machen wir das mal so. Provoke finde ich total idiotisch, weil irgendwie, ich weiß nicht. Out of range. Komm mal her. Komm mal her. Och nett, und wieder irgendwelche Quests hinter mich gebracht. Keine Ahnung von wem. Warte mal, kill all eaters needed. Die habe ich jetzt abgegeben, oder was? Ja, completed. Sowas hat mir das jetzt gebracht. Keine Ahnung. So viel. Übertreiben es mal nicht. So, ich habe jetzt leider nur 7 und 8 Dschungelsporen. Daraus kann ich mir leider nur nichts herstellen, schätze ich mal. Wow, doch, einen Dschungelhut kann ich machen. Alter. Ja, zur Zeit tun wir ein bisschen hängen. Ja, da haben wir schon einige Herzteile. Herzkristalle gefunden, meine ich natürlich. Ich kann gleich auch nochmal die Wall of Flechter schon den Eye of Cthulhu herausfordern. Noch ein bisschen mehr Gold zu kriegen. Oh, noch mehr, komm her. Welche HP leistet immer noch geil und nützlich? Hey, was meinst du? Brauchen wir noch mal, wir haben jetzt 12, das heißt, wir könnten theoretisch 2 Augen machen. Aha, das war nicht so gut. Oh, die Shockwave Potion, die müsste sein. Die wäre geil. Shockwave Potion. Damit habe ich jeden Boss innerhalb von, ja, One Hit eigentlich gekillt. Die macht nämlich so viel Schaden, wenn du zum Beispiel nach oben hüpfst, und desto mehr du fällst, desto mehr Schaden machst du. So, dann hast du zum Beispiel jetzt den Wurm, den, wie hieß der nochmal, den Destroyer. Bis nach oben gehüpft, von ganz oben, vom Weltraum, lass dich runterfallen mit dem Elevator bis unten in die Hölle. Triffst und der Vieh kriegt instant einfach mal, glaube ich, 50.000 Schaden pro Part. Man instant tot.
Lustigerweise ging das aber nur, wenn man Multiplayer gespielt hat, so ganz behindert. Ich habe mit dem Bär zusammen gespielt und er ist immer hochgehüpft, ich auch. Bei ihm auf dem Bildschirm sind dann die Monster gestorben, was ziemlich lustig war. Ach, die AP-Leiste vom Boss, ja, die ist auf jeden Fall top. Ich habe doch gesagt, es sind hier so Sachen dabei, wo ich echt sage, oh, die müsste man echt auch im normalen Terraria haben. Nur ich verstehe sie noch nicht ganz, weil oben irgendwie X weg steht. Da oben, guck, das kapiere ich noch nicht so ganz. X5. Oh, das sind, ach, das sind die Leisten von der Farben wahrscheinlich. So. Ist tot. Auch kein Problem. Nightmare 4 war es completed. Alter, was mache ich denn für Quests die ganze Zeit? Ich verstehe das. Muss ich eigentlich nur nahe kommen. Im Auge und fertig. Das tut mir überhaupt nichts mehr. 10. So, zweimal das Auge getötet. Kein Problem. Ich gucke gerade auf die Zeit, wir haben 22:30 Uhr haben wir schon. Ich komme gerade nicht so voran, wie ich es gehofft habe. Fällt mir gerade nicht so. Ich habe mich gerade jetzt ein bisschen Larve lassen hier. Was ich gerade auch mir eingefallen ist. Dummer, die liegen auf F4. Okay, was war das? So, unser geiler Megaskill. Lol, der ist so ein bisschen buggy. Aber nur so ein ganz bisschen. Ich will nichts sagen. So ein bisschen buggy ist der. Ich hoffe mal irgendwo hingeportet. 100 Seelenfress habe ich gekillt. Ja, Eye of Cthulhu ist ein Witz. Ich habe auch noch kein gutes Equip, mein Gott. Ich laufe hier die ganze Zeit rum und mache Blödsinn. Das regt mich auch auf. Ich könnte so viel machen. Aber ich bin noch so voll gehypt von dem Mod zurzeit. Das ist so, oh mein Gott, wie geil. So eine geile Scheiße. So. So. Fackeln hin. Den Wurm will ich auch noch. Oh, der Wurm, der stirbt wie Salami. Den werde ich wie Salami aufschneiden. Kannst du aber glauben, ey. 7 Goldcoins gefällt mir. Was haben wir hier? Auch wieder ganz viel Stuff drin. Ach komm, das Eisen kannst du auch mal mitnehmen. Mach mal irgendwas anderes hier rein. Hier direkt braucht kein Mensch. Lol, ich habe eine fucking Shadow-Ding gefunden. Ich habe mich eben gefragt, warum ich davon nichts gefunden habe. Jetzt weiß ich, wo es ist. So. Alles klar. Oh, da unten ist wieder eine schöne Party. Komm her. Boom, 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 boom. Wie viel noch? 15 Stück noch. Ja, komm her. Dann habe ich auch wieder ein Level up, indem ich euch töte. Das ist gar nicht so schlecht. Eine Goblin auf ihn nähert sich. Das ist natürlich scheiße. Stärke natürlich. Ich müsste aber eigentlich alle one-hitten. Ich habe 330 Nahkampfschaden. Was macht ihr jetzt hier? Nee. Ich hier hinkommen. Ihr Deppen. Kann man aus den Goodiebags nicht auch irgendwie so einen Mega-Greifhaken rauskriegen? War das nicht hier so? Ich weiß gar nicht. Was macht ihr jetzt hier? Salamischneider, ey. Oh mein Gott, die Bälle brauchen wir. Oh mein Gott, ich will nicht wissen, wie viel die 108 Schaden. Joa, ganz nett. Müssen wir aber Eater of Worlds bitte töten. Eater of Souls mache ich natürlich. Die Mehrzahl Souls. So. Jetzt kommt die Goblin-Armee. Die Goblin-Armee, wo ist sie denn? Die spawnen überhaupt.